Hallo YouTube, ich bin's der Legendenkiller und heute mal wieder Tipps und Tricks, diesmal zur Close Quarters Map Altmetall. Wie immer fangen wir mit Flagge A an. Ja, und hier gleich zu Anfang den ersten Tipp: Hier bei den Treppen hochlaufen oder runter würde ich nicht laufen, weil wenn ein Gegner da steht, so wie ich hier, dann hat man kaum eine Chance, weil bis die Animation kommt, dass man anhält und bis er dann mit der Waffe auf den Gegner zielen kann. Hat der Gegner einen gekillt, so wie ich jetzt gerade den Typen. Ich habe noch 75%, wie man hier sieht, und ja, hat der eigentlich keine Chance gehabt. Ja, dann die Treppen klar auslegen, damit hier keiner so schwul von hinten kommen kann. Und zack, da kommt, wäre schon der erste von hinten gekommen. Dann hier beim Teamkameraden spawnen, wieder neue Claymore legen. Wenn euch so ein Typ hier wie der hier messert, dann bedeutet das zwei Sachen. Entweder der will mit aufs Video oder der braucht Munition. Ja, oder beides. Ja, wieder ein Claymore-Kill bekommen. Ich weiß nicht, ob der Typ den gesehen hat oder nicht. Oder gesehen hätte, wenn er durchgelaufen wäre. Aber egal. Wieder neue Claymore. Den ersten Gegner gekillt und den kill ich dann auch noch. Dann lege ich auch hier mal in den Eingang eine Claymore. Oder auf den, ja, Eingang. Und dann kann man sich hier schön in die Ecke campen und auch von hier aus schön nach A ballern. Aber die meisten können auch hier, wie man sieht, über diese Brücken hier rüber kommen. Da habe ich halt keine Claymores hingelegt. Und hier habe ich so gut wie es ging versucht, A zu verteidigen. Habe immerhin noch zwei, drei Typen gekillt, aber wurde dann selber umgebracht. Dann noch als Tipp, weil hier gegenüber hier doch ziemlich oft irgendwie Sniper oder so auf dem Dach gammeln, kann man hier diese Pumpline, diese grüne hier abballern und dann kommt da Rauch raus. So. Und ja, das ist so eine kleine Sichtschutz, sage ich jetzt mal, vor den ganzen Snipern. Und wenn man A verliert, sollte man sich auch umdrehen. Und Gegner gekillt. Ja, und wenn man hier diese Pumpline abschießt, dann sollte man vielleicht doch einen Schalldämpfer drauf tun. Dabei, ja, hier mal so nebenbei einen Gegner noch gekillt. Und ich finde, man kriegt doch eigentlich schon guten Sichtschutz durch diesen Rauch, der hier aufsteigt. Damit die Sniper nicht so leicht haben. Die einem sowieso auf den Sack gehen, wenn die ganze Zeit da scheiße rumcampen. Ja, dann kommen wir mal zur Flagge B, zur südlichen Fabrik. Dann lege ich hier gerne Claymores in den Eingang, weil da kriegst du so viel Kills mit. Und dann hier kann man auf auf diese Klötze hier springen. Da kann man in den Eingang von C reinballern. Ja, Zweibein kann man zwar ja aufstellen, aber man kommt nicht tief genug, um in den Gang zu zielen. Muss man leider ohne Zweibein einfach reinhalten oder Granaten runterwerfen. Je nachdem. Ja, einen schönen Claymore-Kill bekommen. Neue legen. Sieht man mal wieder, wie nützlich hier Claymores sind. Weil C4 ist ja doch auf den meisten Servern verboten. Man wird ständig gekickt. Aber man muss aber auch aufpassen, wie hier. Der ist zwar durch die Claymore gelaufen, aber die ist nicht explodiert. Oder hat ihm keinen Schaden zugefügt, sagen wir mal so. Der ist trotzdem drauf gegangen, davon mal ganz abgesehen. Oh, den auch noch gekillt. Und jetzt achtet mal drauf. Ich habe jetzt 39%. Ich schaue mich um, ob hier kein Gegner kommt. Und will wieder auf den Holzklotz. Und hier, der kommt von der Seite und hat mich nicht einmal getroffen. Naja, auch schon fail. Na, no, und wieder eine Klärmuckel. Und den habe ich auch noch mit erwischt, trotz Schrotflinte. Ja, macht man gut Kills, kann man seine KD gut aufbessern. Ah, jetzt kommen wir zur Flagge C, zur zentralen Luftbrücke. Jetzt schaut euch dieses wunderschöne Aim an. Einfach von Art. Ja, bestimmt hier gerne MGs auf den Maps, weil muss man nicht so viel nachladen. Kann man einfach reinhalten und draufballern, ohne zu zielen. Schön Noob-like. Naja, man ist halt zu faul zum Zielen.
Ich zumindestens. Dumm an den MGs ist halt nur, dass die so lang zum Nachladen brauchen. Und wenn man es hier schön in der Ecke legt, kann man nachladen. Aber dann kam hier leider einer und zack, in die Claremore. Den noch mit der Magnum. Und den hätte ich auch noch gekillt, aber keine Munition mehr gehabt. Hätte ich irgendwo Munition, wäre auch weg. Jetzt kommen wir zum westlichen Teil, zu den zwei westlichen Brücken. Ja, zur oberen Brücke kann man nicht so viel sagen. Kann man eigentlich nur wie hier so Claremores in den Eingang legen. Dass man da nicht so durchlaufen kann. Dann hier, wenn man durch das kleine Fenster hier guckt, kann man auch schön auf C draufballern, aber würde ich wenn nur beim Durchlaufen oder beim Vorbeilaufen machen, weil hier man doch ziemlich wenig Deckung hat. Und hier kann man sich auch hinter diesen Absperrungen, sag ich jetzt mal, hinchillen. Man muss halt nur aufpassen, dass man hinten nicht runterfällt. Was, glaube ich, auch einmal passiert ist, dass jemand bei mir gespawnt ist, der dann sofort hinten, naja, runtergefallen ist. Er fand es nicht lustig, ich aber schon. Naja, selbst schuld, das spawnt auch bei mir. Dann hier noch schön klären muss, dass hier keiner vorbeikommt. Und dann wie immer beim Camp einfach warten. Und dann kommen dann die Ersten, die kann man schön abballern. Was auch verwirrend ist, wie ich finde, dass sie hier C in die Mitte gemacht haben und nicht B. Da muss man auch manchmal gucken, wenn man sieht, man verliert B, dann schaut man dann nach C runter, wenn man denkt, es ist B. So geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Ja, der Typ wollte Leute mit C4 killen, hat aber nicht geschafft. Habe ich ihm die Kills geklaut. Naja, jetzt kommen wir mal zur östlichen Brücke. Und hier kann man sich unter diese, ja, Treppen, sage ich jetzt mal, stellen. Oder hinlegen. Den Tipp habe ich von Steinofen Joe. Danke nochmal an der Stelle. Schöne Grüße an dich. Und, ja, kann man schön hier nach C zielen. Als Tipp, ich würde hier nicht so wie ich so einen Rotpunkt nehmen, sondern irgendwie so ein höheres Visier und Schalldämpfer oder Mündungsdämpfer. Was man nicht so schnell gesehen wird. Ein Hardcore ist das auch ziemlich geil hier. Weil man dann ja keine Killcam gibt, sag ich jetzt mal, von wo man abgeballert wurde. Wenn man sich dann noch oben hier den Eingang mit einer Claremore sichert, dann ja, da kann man gut Kills machen, ne? Und darum geht es ja auch im Battlefield. Punkte und Kills. Ja, und hier, wenn man durch dieses Fenster schaut, kann man auch noch alle, die da die Treppe runterlaufen oder hier links verlaufen, abballern. Ja, dann kommen wir auch gleich mal hier zum nördlichen Fabrik nach unten. Und hier muss man immer aufpassen. Sobald man spawnt, hier ist meistens immer viel Action. Und, so wie der Typ hier. Der ist gerade gespawnt und schon wieder tot. Ja, muss man halt tierisch aufpassen, wenn man hier spawnt. Warum nehme ich auch mal eine Schrotflinte? Dann kann man den Gegner schneller killen. Also hier, ich kill den Typen. Und der rechts, der hat nicht mal gemerkt, dass ich ihn gekillt habe. Ja, selbst schuld. Und ja, wenn man die Treppen runterläuft, muss man sich auch erstmal umschauen. Und von unten ist es halt viel einfacher, die Leute zu killen. Wenn man sofort nur auf die Treppen achtet und die müssen ja gucken, ist der Gegner jetzt links oder rechts. Und hier, die Claremore, wenn man die hier hinlegt, dann kriegt man eigentlich meistens Kill. Die ist so ein bisschen vor dem, von den Flammen verdeckt, sage ich jetzt mal. Und wenn die Leute wie hier entweder von der Brücke oder von oben runterkommen, die laufen meistens in die Claremore rein. Ist eigentlich schon ein sicherer Kill, sage ich jetzt mal. Und dann kann man auch die Leute hier abfangen, die hier hochkommen oder runterkommen. Und ja, zu dem Part hier sage ich jetzt mal nichts. Ich fand ihn einfach geil. Schaut ihn euch an und genießt es.
Vorsicht! Ich habe den feindlichen Scharfschützen gesichtet. Over. Feindlicher Sniperbeschuss in eurem Gebiet, over. Wir haben das Einsatzziel neutralisiert, over. Gute Arbeit, Männer. Das Einsatzziel ist erobert und wir ich können... einen feindlichen Sniper gesichtet, over. Feindlicher Scharfschütze, over. Feindlicher Scharfschütze. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Wir haben das Einsatzziel erobert. Over. Achtung, ich habe einen feindlichen Sniper in eurem Gebiet. Also ich fand's geil. Okay, jetzt kommen wir zum Dach der südlichen Fabrik. Mal lege ich hier auch mal Klärmus hin, damit keiner hier von der Brücke kommt. Die hätte ich ein anderes Visier drauf packen sollen, kein Rotpunkt. Wäre irgendwie so ein 3,4 oder ACOG vierfach Zoom. Wäre hier glaube ich gut. Oder besser, sage ich jetzt mal, als hier dieser Rotpunkt. Der doch eher nur für Nahkampf ist. Aber man trotzdem mit Kills machen kann, ne? Und wenn nicht, haut man einfach überall rein und kriegt Hilfe bei Niederhaltung. Wobei, ich hasse Hilfe bei Niederhaltung. Und immer da hinten in die Ecke eine Granate werfen, weil da ziemlich oft Sniper oder sowas campen, so wie hier. Der Typ hat auch gecampt. Und man kann sich ja mit Munition neue Granaten holen. Deswegen wäre ich ja eigentlich meistens eine Granate. Dann kann man hier noch runterspringen und die Gegner überraschen. Naja, hier hat die Überraschung nicht so geklappt. Der hat mich eher gekillt. Aber wenn man da runterspringt, kann man gut Gegner überraschen. Steht man auf einmal vor denen oder hinter denen. Die erschrecken sich und man kann die schön killen. Ja, wie hier, eine schöne Granate geworfen. Diesmal war da aber keiner. Und hier auch. Und hier kann man auch runterspringen, auch wenn man den, wenn der weiß, dass man oben ist. Naja, der hat jetzt Selbstmord gemacht. Und jetzt kommen wir zum südlichen Catwalk. Ja, hier auf diesem kleinen Balkon kann man schön nach C zielen. Und die Leute von oben hier killen. Und dann, jetzt kommt noch was Geiles. So sichert man A alleine. Eine Granate werfen und... Bam! Multikill. Ich fand's richtig geil. Hab viele Nachrichten bekommen. Fucking Hacker, fucking Noob und...
und so weiter. Naja, das Video ist jetzt auch zu Ende, ne? Ah, hier noch ein kleiner Bonus-Track. Ein Pro-Gamer in Battlefield. Guck mal hier auf der Minimap. Hier links ist unser Gegner, unser Teamkamerad, und da steht direkt ein Gegner neben dem. Hier. Die standen direkt nebeneinander und die haben sich beide gegenseitig nicht gesehen. Hier, wie heißt der Typ? Hunterrex oder sowas. Hier, der fünfte. Nummer 5. Hunterrex oder so. Könnt ihr ja anschreiben. Du Noob oder so.